Wenigstens ein paar Ecken und Kanten hast du. Ein Feuer ist ausgebrochen. In Lamant. Dann reiße ich den Weg hier ab. Neue Befehle, Admiral. Du besorgst mir mal eben Bretter. Fährst hier runter. Schön, dass mir jetzt auch mein Geld mal wieder steigt. Ich habe keine Zeit für deine... Für jeden abgetrennten Kopf wächst ein neuer nach. Neue Ziele? So. Oh, du fährst mir gerade schön in die Arme. Dann schauen wir mal. Der Anfang ist gemacht. Aber die Perforia sind zahlreich. Schauen wir mal hier wieder in die alte Welt. Ist es falsch, sich nach mehr zu sehen? Meine Fresse, wie schnell sauften hier den Rum weg. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Okay, hier in den Siedereien kann ich mal die Arbeit ein bisschen runterfahren. So. Okay. Es passt. Das sinkt. Also brauche ich noch mehr Konserven. Gott hatte wenigstens Lehm, um die Menschen zu formen. Und dafür fehlt mir Eisen. Habe ich meine zweite Mine hier wieder eröffnet? Ja. Wir schlingern ins Ungewisse. Setze ich Eisen mal aufs Maximum. Was ist los? Versunkene Tiefen, ungewöhnliche Trümmertreiben auf den Wellen, verschimmelte Holzplanken, Stofffetzen. Ich hasse diese Einführungen von drei Buchstaben. Stücke abgeplatzten Putzes, alles gezeichnet vom grauen Schleier der Zeit. Erfüllt von kindischer Neugier diskutiert die Mannschaft über die Möglichkeit, der Sache unter Wasser auf den Grund zu gehen. Ja, eine Behelfstauchglocke bauen. Die Tauchglocke sieht gut aus und fühlt sich stabil an. Zwei Männer klettern hinein und die Glocke taucht in die Tiefe hinab, während eine Gruppe Seeleute Luft hineinpumpt. Die Glocke sinkt bis zu einer korallenbewachsenen Fläche hinab. Unter den bunten Formen entdecken die Seeleute eine Silbermünze zu ihrer Linken und ein großes, vollkommen rundes Loch zu ihrer Rechten. Das Loch hinablassen und hoffen, dass sie den Tauchgang übersteht. Die Glocke übersteht den Tauchgang nicht. Natürlich. Anstatt an den Seiten des Lochs entlang zu gleiten, neigt sich die Glocke und Wasser dringt ein. Die Männer rufen um Hilfe und die Mannschaft versucht sofort, die Glocke gegen den Widerstand der Felsen nach oben zu ziehen. Doch jede Hilfe ist vergeblich, als das abgetrennte Seil durch ihre Hände gleitet. Sie können nur noch um ihre Kameraden in der Tiefe trauern. Drehen Sie bei, bevor es zu spät ist. Und hier. Was ist hier los? Wir kämpfen, Schneekugel. Gefrorene Segel, verdorbene Nahrungsmittel, das Schiff steht kurz davor zusammenzubrechen. Es ist ein Schneesturm, jegliches Zeit- und Orientierungsgefühl ist längst abhandengekommen, denn das Schiff ist von einem endlosen Sturm wirbelnder Schneeflocken umgeben, der die Grenzen zwischen Tag und Nacht sowie Himmel und Meer verwischt. Eiszapfen haben die Segel gelähmt und an die Masten gefesselt und lassen diese unter der unerwarteten Last ächzen. Ihre Besatzung fürchtet, sie könnten brechen, aber sollte sich wirklich jemand nach draußen wagen, während das Oberdeck von heftigen Winden gepeitscht wird? Unterdeck bleiben. Umsicht und Gottvertrauen zahlen sich aus. Ihre Matrosen verschanzen sich auf dem Unterdeck und widerstehen der Versuchung, nach den Masten und ihren gefrorenen Segeln zu sehen. Die Zeit verstreicht nur langsam, bis sich der Sturm legt und als vom Unwetter nichts mehr als ein leichter Nieselregen übrig ist, kommt die Sonne heraus und fällt auf das Schiff. Es ist vollkommen unbeschädigt und treibt auf die Küste zu, wo bereits ein Hafen in Sicht ist. Damit müssen wir leben. Damit müssen wir leben. Oh.
Kleinen los. So, jetzt ist ein Lager raus. Lager raus. Hm. Ich lager mal raus. Felder braucht ihr. Admiral, Admiral. Meine Fresse, du hast mir gerade echt den Bau gekillt, ne? Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie Sie. Die mysteriösen Artefakte. Die Entdeckung einiger sonderbarer Artefakte an Bord verängstigt die Mannschaft. Die Waffenruhe wurde beendet. Fragen, wer es war? Ihre Crew versammelt sich. Ein Matrose tritt vor. Er hatte nicht mit so viel Aufsehen gerechnet. Sie sind von meiner alten Mutter, seufzt er. Vögel, dieser da ist ein kleines Rotkehlchen. Ich habe sie mit ihr gebastelt, als sie krank war. Nun ist sie tot. Ich. Die anderen legen ihm geschwind den Arm um die Schulter. Sie sitzen hier alle in einem Boot. Oh, cute. Vorsicht, Reffe. Mach dir deine. Jawohl, die Rumbrennerei nimmt mal mega viel Platz ein. So, ich werde hier dann mal eben ein paar Straßen abreißen. Copy, Paste. Straße rumziehen. Die Feierlichkeiten sind beendet. So. Diese Vorräte könnten entscheidend dazu beitragen, die Oberhand über unsere Feinde zu erlangen. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So, und jetzt habe ich auch Arbeitskraft. Auf die alte Dame ist Verlass. Flotte erwartet Befehl. Sammelt euch mal zusammen. Sehr schön. Sind hier noch alle Bedürfnisse erfüllt? Ja. Das steigt alles. Oh shit, Kleidung. Warum habe ich keine Bauernarbeitskraft mehr auf einmal? What the fuck? Das Lager ist voll. Dann schließe ich euch erstmal. So lässt sich's aushalten. Warum habe ich keine Bauernarbeitskraft? Der Tag ist gekommen, an dem diese Welt ihren falschen Stolz bereut. Mal ein paar Bauern hier wieder anpflanzen. Achtung, Admiral anwesend. Ja. Ich habe hier ein paar Geschützstellungen. Wir müssen flink sein. Mehr als bereit. So, mal ein bisschen hier wieder Ladung einsacken.
Dann rüber mit dem Ding und rüber damit. Achtung, Admiral anwesend. Steuermann. Und die Kanonen kommen hier hin. Es werden jetzt mal ein paar Kriegsschiffe gebaut. Warum fehlt mir Bauernarbeitskraft? Wir liegen ihnen wirklich an. Gut, dann baue ich mal hier ein paar Webereien. Mir fehlt noch mehr Bauernarbeitskraft. Yay! Yeah. Sonst bräuchte halt echt so. Wunderschön. Also ähnlich wie das Upgrade-Tool braucht es ein Downgrade-Tool, ganz ehrlich. So, irgendwo hier. Alles klar. So. Was hier für eine Waren? Fehlendes Zuckerrohr. Ich schaffe doch mal ein bisschen Abhilfe. Schlingern ins Ungewisse. Ja, kann die Einladung da oben mal weggehen. Meine Fresse. Bringen Sie uns auf das Minenfeld. Navigieren. Nach Hinweisen suchen. Zunächst scheinen die Dokumente in den Schiffsarchiven akkurat zu sein. Eine Karte mit der genauen Position aller Minen wird entdeckt. Doch nachdem ein Kurs festgelegt wurde und das Schiff der angeblich sicheren Route mit Höchstgeschwindigkeit folgt, wird die Besatzung plötzlich von einer Explosion durchgeschüttelt. Das hohe Tempo scheint der Zerstörungskraft der Mine abträglich gewesen zu sein, aber sie hat dennoch ein größeres Loch in den Rumpf geschlagen. Bei näherem Hinsehen stellt sich heraus, dass die Karte ziemlich veraltet ist. Der leichtsinnige Patzer hat kein Leben gekostet, aber die umfangreiche Reparatur strapaziert die Mannschaft sehr. Wir folgen ihnen ins Verderben. So, und jetzt gib ihm. Ein Versuch war's wert. Ich bin nicht sicher, ob dieser Kampf sich noch lohnt. Überall wüten Feuer. Wir müssen die Brandstifter enttarnen, bevor es zu spät ist. Das ist ein Scherz, oder? Ey, du musst mir Geld zahlen, damit ich deine Schiffe nicht weiter versenke. Mein Feuer ist ausgebrochen. So, nicht nur Minecraft kann man nicht ungestört aufnehmen, sondern auch jegliches anderes Spiel. Ich werde die Aufnahme aber gleich mal beenden, weil es ist schon 12. Ich gehe da mal was essen. Nicht mal entspannen. Versuchen, weniger genervt zu sein, weil sowas ist halt wirklich störend. Einen Scheiß kannst du machen. Ohne gestört zu werden. Aber ich will jetzt erstmal noch schnell hier die Perforia
suchen, bevor ich das wieder vergesse. So, auf einmal habe ich wieder 308 Arbeitskraft. Die können sich auch nicht entscheiden, wie viel ich jetzt auf einmal habe, oder? Wir schlingern ins Ungewisse. Ja, halt die Fresse. So, Benachrichtigung wird jetzt erstmal gefiltert. Handel. Die Brände sind außer Kontrolle und die Brandstifter noch immer auf freiem Fuß. Ja, Schnauze. So. Warnung. Vorfälle raus damit. Wären die halt mal wenigstens blau hervorgehoben wie in den Vorgängerteilen, aber nee. Nichts, mit dem ihr entgegenkommen wird. Gelöscht. Ja, super. Die Quest wurde abgebrochen, weil ich es nicht rechtzeitig geschafft habe. Ja, toll. Gut. Dann halt nicht. Dann beende ich die Aufnahme an der Stelle. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.